Willkommen zurück in St. Martinique. Willkommen zurück zu meinem Let's Play von City Skylines 2. Und ich freue mich richtig drauf, weiterzuspielen. Ganz vergessen, wie entspannend das ist, so ein schönes Aufbau, so einen schönen Stadtplaner zu spielen. Ach, das ist nett. Ja, was haben wir hier in City Skylines 2 in St. Martinique? Wir haben hier in der letzten Folge am Ende irgendwie so eine große Massenkarambolage gehabt. Aber die Feuerwehr ist schon da. Krankenwagen und Polizei auch schon. Die Feuerwehr ist da. Wo ist denn unser Krankenwagen? Der fehlt hier noch ein bisschen, dass da jemand mal abgeholt wird. Die Polizei passt auf. Dass hier hoffentlich keine Folgeunfälle passieren. Ja, das war schon ein bisschen knapp. Lieber Kollege. Weil der wollte eh nur parken. Und wo kommen denn unsere Krankenwagen? Das ist nur ein normaler Van. Der hat gar nichts zu tun. Wir mal kurz schauen zu unserem Hospital, zu unserem Krankenhaus. Aktive Fahrzeuge 0 von 5. 4 Fahrzeuge in Wartung. Wir haben ein bisschen das Budget gekürzt. Das war aber auch angemessen. Das sollte sich jetzt mal hier auch. Das sieht aber auch schlimm aus. Müssen dann noch andere irgendwie involviert sein? Die Polizei ist da, die kümmert sich darum. Klar, der Kranke muss abgeholt werden, aber dass das hier mal aufgeräumt wird. Und jetzt brennt es auch noch. Zwischendurch zumindest. Und der wartet der hier auf den Krankenwagen? Das ist dieser spezielle Typ. Der ist verletzt, der wartet auf den Krankenwagen. Die Seniorin wollte gerade einkaufen, wie Patricia Burkhardt. Und der Krankenwagen ist unterwegs zum Ziel, aber immerhin. Das ist ganz cool, dass man sich das angucken kann. Ach, guck, also da ist schon jemand. Das beobachten wir eben mal noch. Dass die Patricia da eingeladen wird. Nicht gleich jemand Neues verletzen. Und auch Mindstone 4 freigeschaltet. Das müssen wir uns mal kurz angucken. Oh, das machen wir gleich. Ich will diese Aktion, diese Sache noch eben zu Ende schauen. Die Patricia wurde eingeladen. Das fehlt echt. Es fehlen die kleinen Animationen für diese Sachen. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr City Skylines 1 gespielt, aber da gab es die doch, oder nicht? Bald sehr hoffe ich, dass sie das bald nachholen. Okay, hier wird gelöscht. Der fährt. Ja, der nächste Krankenwagen, der holt die ab, fährt zurück. Okay, die ganzen Krankenwagen, also das geht ja alles. Auch mit dem Budget ist es noch völlig okay. Auch haben wir hier den Teil des Verkehrsunfalls schon aufgelöst. Hier werden die Leute abgeholt. Ja, guck, die Polizei war da, Krankenwagen. Der Dings war da. Feuerwehrwagen. Und jetzt kommt noch der letzte Krankenwagen. Das ist alles völlig okay. Und natürlich ist ein großer Unfall passiert. Das war wirklich mal ein großer Unfall für meine Stadt. Da kommen die zurück und rücken gleich wieder aus. Das geht schon. Okay. Wir haben ein bisschen die Mietkrise in den Griff bekommen. Das ist ganz nett. Das sind die ganzen geringe Wohndichte hier, ne? Die sehen nicht so schön aus. Ich mag die europäischen lieber. Ich werde die amerikanischen Sets mal auch ab und zu mit nutzen, um das so ein bisschen aufzubrechen. Und ich werde auch mal ein bisschen mit verschiedenen Größen hier arbeiten, damit das so etwas organischer aussieht. Das ist mal die Gefahr, wenn man diese Blöcke macht. Das werde ich ein bisschen mehr versuchen aufzulösen. Mit den Reihenhäusern, das ist ja okay soweit. Wir werden demnächst versuchen, ein bisschen mehr da Abwechslung reinzubekommen. Weil gerade am Anfang wollen wir erstmal Geld erwirtschaften. Und wenn man so eine Stadt baut wie ich und noch ein bisschen Erfahrung hat, dann kommt man da nicht in Geldschwierigkeiten. Das geht alles ganz gut. Aber das mag ich auch. Und dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum eben, um dann nachher schöner zu bauen. Manchmal lasse ich dann auch so eine Startstadt, oh, ein Flugzeug, und baue die schönen Gebiete dann woanders. Das ist dann halt nicht ganz so hübsch da. Oh, jetzt habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Okay, jetzt müssen wir kurz pausieren. Hier passieren ja viele Sachen, während ich hier quatsche und mich umschaue. Also die Mietkrise in der Stadt haben wir in den Griff bekommen. Wir schauen mal ganz kurz hier. Die hohe Kriminalität. Ist so ein bisschen das größte Problem. Mangel an Unterhaltung können wir dann mal angehen. Da ich eh gerade große Nachfrage habe, geht das. Aber dann werde ich mal ein bisschen das Budget für die Polizei demnächst erhöhen. Wir können ja mal kurz in unsere Bilanz schauen. Wir machen ordentlich Plus. Vor allem durch Steuern. Wir geben auch einiges aus, aber am Ende steht ein Credit
Plus von 90.000 im Monat. Das ist doch gut. Darlehen haben wir nicht. Wir besteuern das hier mit 12%. Und wir haben den neuen Gebäudetyp und das, die neue Zone Büro. Die schauen wir uns gleich mal an. Dienstleistungen. Vielleicht können wir die Polizei da ein bisschen mehr hochfahren. Und jetzt haben wir auch die neuen Möglichkeiten zur Produktion. Das gucken wir uns hier mal an. Das ist nämlich gerade freigeschaltet worden. Bei Meilenstein, großes Dorf. Vorher hatten wir hier mittleres Dorf. Da hatten wir Nutztierhaltung. Das haben wir noch gar nicht benutzt, diese Sachen. Und mit großem Dorf haben wir das freigeschaltet. Mehr Darlehen. Bezirkserstellungswerkzeug. Damit kann ich halt so ja, Stadtbezirke, Viertel markieren und kann denen spezielle Bestimmungen geben. Dann haben wir Produktionsfenster. Das ist hier in der Übersicht, okay. Bestimmungen, ganz allgemein, die schauen wir uns dann auch mal an. Die Arbeitsweise bestimmter städtischer Instanzen unterweisen manchen Aspekten besondere Bedeutung zu. Du findest sie im Stadtinfo-Fenster. Okay. Den Bezirksfenstern oder den individuellen Gebäudeinformationsfenstern. Naturkatastrophen sind freigeschaltet. Yay, sehr gut. Also es können Sachen jetzt in der Stadt passieren. Wir brauchen Warnsysteme, Sondersendungen, Schutzräume, damit die davor geschützt sind. Wir haben die Transportübersicht. Da ist richtig viel dazugekommen. Billige Mietwohnungen. Ach guck, da können wir zumindest welche freigeben. Falls wieder mal Leute in die Stadt ziehen und die es sich nicht leisten können, diese Mieten hier, weil sie in bestimmten Bereichen arbeiten. Wir haben jetzt Büros mit geringer Dichte, das haben wir noch gar nicht. Und das brauchen wir auch. Wir können Getreide anbauen, wir können Forstwirtschaft machen. Wir haben Transport. Das finde ich gut. Das will ich gleich von Anfang an eigentlich relativ stark angehen. Man muss aber ein bisschen schauen, wie gibt man sein Geld aus, also womit erwirtschaftet man Geld. Zum Beispiel, indem man effizient baut, so wie ich einigermaßen. Man könnte natürlich ein bisschen freier bauen, so wie hier vorne. Wenn ich die ganze Stadt so ein bisschen gestalten würde, dann wäre das Verhältnis zu nutzbarer Fläche zu Straßen nicht so günstig, würde ich weniger Geld einnehmen. Dadurch, dass ich ein bisschen mische, habe ich dann zum Beispiel Geld, vielleicht den Transport auszubauen. Das schaue ich mir mal an. Wir können ein Busdepot bauen. Doppelte Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Zwei Fahrspuren in gegensätzter Richtung, die nur von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wow. Okay, einfache Fahrspur. Das klingt interessant, die nur davon genutzt werden können. Taxidepot. Parks und Erholung wurden freigeschaltet. Das können wir auch mal da hinten nutzen, wo wir ein bisschen Platz haben. Taxi-Mindestgebühr. Okay, da ist eine Menge gerade dazugekommen. Wir haben auch Errungenschaften, finde ich aber nicht so wichtig. Wir haben natürlich aber auch Punkte freigeschaltet. Und auch da können wir ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Da können wir ein bisschen überlegen, wo haben wir auch ein bisschen Defizite noch in der Stadt. Ich habe jetzt hier das freigeschaltet, das hydroelektrische Kraftwerk. Und dann festgestellt, dass ich nicht genug Geld hatte zu dem Zeitpunkt. Inzwischen können wir uns das leisten. Das kostet knapp 1,5 Millionen. Da hatte ich schon viele Punkte investiert in das hydroelektrische Kraftwerk. Dann werde ich das auch gleich mal nutzen. Wir haben ja hier viel Wasser. Wir können hier Wasseraufbereitungsanlage, dann, das wäre ganz schön. Kann ich das eigentlich wegschieben, das Fenster? Nee. Weil wir haben hier, man sieht das kurz im Hintergrund, eine Abwasserpumpe und die, das sieht nicht schön aus. Also eine Wasseraufbereitungsanlage fände ich da auch durchaus sexy. Kostet auch nur 2. Das behalten wir mal kurz im Hintergrund. Wir haben Gesundheitsfürsorge und Bestattung. Wir haben nur noch gar nichts. Und der Friedhof hier, kann ich ihn im Hintergrund anklicken? Nee. Aber prinzipiell ist da noch viel Platz im Friedhof. Also es ist nicht so dringend. Wir können natürlich das Krankenhaus ausbauen. Aber ich sag mal, selbst unseres ist kein Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist eine Klinik, okay? Die Klinik ist auch noch nicht wirklich ausgelastet. Deswegen brauchen wir auch kein Krankenhaus. Später gibt es noch Seuchenschutzbehörde und Gesundheitsforschungsinstitut. Klingt interessant. Ja, Müll haben wir noch gar nicht. Das finde ich auch interessant, dass es noch kein Problem ist. Wir können eine Mülldeponie bauen. Aber das ist ja natürlich auch wertvolles Land, was dann vermüllt wird. Wir können eine Müllverbrennungsanlage machen. Verbrennt Müll, produziert dann Strom. Aber es ist natürlich erhebliche Bodenverschmutzung und Luftverschmutzung und Lärm. Wir können ein Recyclingzentrum, das finde ich ganz interessant. Ich will eigentlich in der Hinsicht mal eine moderne Stadt bauen. Das würde mich 2 kosten. Also bis jetzt fände ich Wasseraufbereitung und Müll und Recycling ganz interessant. Das heißt, wir haben schon mal 4 Punkte. Dann wollen wir natürlich auch ein bisschen unsere Bildung vorantreiben. Was können wir denn bis jetzt bauen? Normale Grundschule und höhere Schule. Wir können bis jetzt eine Mülldeponie bauen. Eine Klinik. Das und das. Also Kranken. Polizeiwache, Feuerwehr.
Wir können ein Busdepot bauen, nur mal kurz, was wir schon zur Verfügung haben und ein paar Parks, die wir da so freigeschaltet haben. Dann gehen wir mal kurz nochmal hier zurück. Also im College wäre die höhere Bildung, die kommt dann. Die Schutzräume haben wir gerade über die Naturkatastrophen gelesen, die jetzt auch freigeschaltet wurden. Feuerwachturm, um die Waldbrände bis im Check zu halten und eine bessere Feuerwache. Halte ich für noch nicht so wichtig, genauso Polizei, aber Verwaltung. Polizei ist auch noch nicht ausgelastet, deswegen ist Polizeihauptquartier. Oh, können das CIA bauen? Holy fuck. Zentralbank, Rathaus. Das ist aber ganz interessant. Sozialamt, dann würden wir 5 brauchen. 5 Punkte bis jetzt. Zug, Wasser. Oh, ein Hafen, das finde ich auch schön. 7. Und dann weitere Parks. Okay, wir schalten was frei. Wir schalten die Wasseraufbereitungsanlage frei. Die finde ich gut. Wir schalten das Recyclingzentrum frei. Dann können wir damit schon mal arbeiten. Und ich finde das Sozialamt. Was macht das? Macht mehrere Sachen. Und finanzielle Unterstützung für Bürger mit niedrigem Einkommen. Kann immer mal sein, dass Leute in die Stadt ziehen. Die Stadt ist schon relativ teuer. Wir haben hier ein paar Jobs, wo die Industrie noch nicht so stark ist und wenig bezahlt, dass die halt dann trotzdem hier in der Stadt leben können. Idealerweise schaffen wir es natürlich mit Bildung und der Industrie, dass die auch gut bezahlt, dass die das so finanzieren können. Aber falls es Probleme gibt, haben wir da ein Sozialamt für Bürger mit niedrigem Einkommen. Das finde ich sehr gut. Das erhöht das Wohlbefinden und wiederholte Straffälligkeit wird gesenkt. Und das geht dann nachher auch Richtung Rathaus. Allgemein braucht man Rathaus, die Sachen sind mir gar nicht so wichtig, aber das finde ich auch ganz gut. Dann wollte ich noch die anderen Sachen kurz angucken. Wir haben noch mehr Sachen freigeschaltet, bevor wir direkt ins Spiel gehen und weitergehen. Wir haben bei der Stadtwirtschaft, haben wir Budgets normal, Darlehen, Besteuerung kennen wir auch, Dienstleistung kennen wir auch, Produktion ist relativ neu. Da müssen wir mal schauen, wann wir das demnächst angehen. Es ist so viel zu tun in City Skylines 2. Materielle Waren, da muss man mal genau gucken, wie das immer gemacht wird. Man sieht das ja auch. Es gibt halt Sachen, die werden produziert und die werden dann exportiert. Oder in der Stadt, man sieht das hier. Im Moment wird das alles exportiert. Ich habe keine Verarbeitung von Metallen in meiner Stadt. Das wäre natürlich ganz cool. Man sieht auch hier zum Beispiel, wenn Sachen importiert werden, ich könnte dann diese Zahnräder, Maschinen selber weiterverarbeiten. Müssen wir gucken, wie wir so Warenketten etablieren. Das kann man sonst eher aus Spielen wie Anno zum Beispiel, aber das ist jetzt auch in City Skylines, hat eine durchaus wichtige Komponente, wenn man die angehen möchte. Man kann die auch ziemlich gut ignorieren und mit ziemlich so Basic-Industrie arbeiten, aber das ist durchaus eine Herausforderung und interessant. Will ich auf jeden Fall in meiner Stadt auch unterbringen. Wir haben noch immaterielle Waren. Da haben wir ein Defizit, das wird alles importiert, Software und so weiter. Aber dafür ist halt Büro dann zum Beispiel wichtig, ne? Unter anderem. Also man sieht es auch an der Farbe lila hier, das sind die ganzen Bürosachen. Ein paar Sachen sind auch im Einzelhandel. Zum Beispiel Mahlzeiten, Unterhaltung, Freizeit. Okay, die gehen direkt an den Verbraucher. Ich wollte noch was anderes gucken. Hier, schauen wir mal ganz kurz. Ich habe noch keinen öffentlichen Verkehr, die anderen Sachen noch gar nicht. Ich habe schon 2 Punkte. Ich könnte mir also durchaus noch Züge oder hier Wasserwege freischalten. Das kommt dann noch. Fracht haben wir noch nicht. Okay. Da kann man auch dann hier sehen, wie die Straßen ausgelastet sind mal. Da muss ich, man sieht es ja schon, wenn die in die Stadt kommen, ein bisschen im Auge behalten, ob es da Engpässe gibt. Die fahren hier rein. Vielleicht muss ich hier mal über so eine Seitenstraße, wenn die hier rüberfahren, das mal entlasten durchaus. Habe ich gerade das Gefühl, dass das durchaus ganz sinnvoll wäre. Das machen wir mal gleich, bevor ich das vergesse, wenn wir gerade in der Ansicht sind. Das ist eine normale... So, wie viele Häuser reißen wir da ein? Nicht allzu viele vielleicht. Man könnte natürlich einmal das verbinden. Machen wir das doch mal. Ein Haus muss da dran glauben. Komme ich da dran vorbei irgendwie? Wenn ich hier rüber baue, wird das andere eh abgerissen. Dann kann ich vielleicht das noch verbinden, ohne dass allzu viel dran glauben muss. Ich will nicht, dass die Leute ausziehen müssen aus meiner Stadt. So, das. Ganz kurz, was ist denn da? Da komme ich, glaube ich, nicht durch, ohne dass ich da was abreißen muss. Vielleicht kann ich hier so eine kleine Straße. Pelican Biofuel. Ja,
die Ladestation. Mir fast ein bisschen leid, aber dann machen wir eine kleine Straße hier. Ja, die wird irgendwie nicht so richtig. So. Ja, das hat er noch nicht. Das bietet sich eigentlich ganz gut an. Dann ist diese Straße vielleicht ein bisschen entlastet. Das mache ich mal eben nebenbei, bevor ich an den Sachen weiter angucke. Das könnte den Bereich ein bisschen entlasten. Wenn das hier größer wird, würde es sich vielleicht auch durchaus nochmal lohnen, die Autobahn hier direkt anzubinden. Müssen wir mal schauen. Oder hier das hier geschickter zu machen. Es sieht nicht so aus, als gäbe es da Staus oder größere Probleme. Es hat viel befahren. Aber das ist okay. Die Stadtstatistiken sind neu, die haben noch gar nicht angeguckt. Wir machen ja mal ein bisschen eine Bestandsaufnahme zum Start der Folge. Geld, Budget, Vermögen, das sieht alles ganz gut aus. Alter, was man hier alles im Kleinen. Okay. Bevölkerung steigt, Anzahl an Haushalten steigt, Arbeitsplätze. Sieht gut aus. Wie ist denn Arbeitslosigkeit? Ist das prozentual oder absolut? Das ist absolut, das ist nicht in Prozentzahlen, aber geht zurück, selbst in absoluten Zahlen. Wenn es absolut gleich bleiben würde bei einer größeren Stadt, wäre es ja prozentual immer noch weniger, also das läuft. Kriminalitätsrate, das müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Da habe ich wirklich. Hier steht auch Rate, aber das sind, glaube ich, Fälle pro Monat, ne? Deswegen ist es auch nicht prozentual, muss man trotzdem ein bisschen im Auge behalten. Die Bildung steigt, öffentlicher Verkehr, Lastwagenfracht, aber jetzt persönlicher, öffentlicher Nahverkehr noch gar nicht. Firmenanzahl steigt, Handelswert auch. Touristen auch noch gar nicht in der Stadt. Anscheinend auch nicht interessant, Hotelzimmer mal keine. Okay, das sind die Stadtstatistiken. Und irgendwas wollte ich noch zuletzt nachschauen. Was war denn das? Ich hab's vergessen. Dann war es auch nicht wichtig. Wahrscheinlich war es trotzdem wichtig, aber wir haben es trotzdem vergessen. Aber wir lassen die Stadt jetzt mal laufen. Und ein bisschen bewölkt, dann sieht die Stadt so ein bisschen trostlos aus. Das liegt nicht an mir. So, ich würde sagen, wir wollen ein bisschen Büro. Ich will mal kurz meine Zonen anschauen. Also, ne, wir haben hier hauptsächlich Wohngebiete, hier ein bisschen Geschäftsviertel zwischendurch. Und was ist das eigentlich? Das ist völlig unbewohnt, direkt vor dem. Achso, ist der Parkplatz vor dem Friedhof. Okay, das ist der Grund. Okay, das, wo wir gerade mal. Wohneignung. Das ist gerade die Belastung der Straßen noch eher. Bodenverschmutzung. Manchmal komisch, dass er das so mit wie auf eine Ansicht. Ich dachte, ich bin gerade in der Ansicht. Das ist nur die Auslastung der Straßen. Kann es aber auch nicht ganz sein. Nee, das ist schon die Wohneignung einfach. Okay. Okay, die Wohneignung ist hier schlecht, weil wahrscheinlich von der Industrie das rüberzieht. Hier ist die auch noch schlecht. Das heißt, wir nutzen das mal nicht. Wir heben mal hier die Zuweisung, die wir hatten, auf. Hier ist gar keine Zuweisung. Okay, weil die Wohneignung ist hier nicht so toll. Weißt du was? Dann nutzen wir gleich mal unsere neue Zone, Büro, und legen hier Büros an. Ist zum Wohnen nicht so geeignet, aber die Büroeignung ist gut. Das ist doch hervorragend. Büroeignung ist überall gut anscheinend. Büros können hier überall entstehen. Nochmal kurz zurück. Wohneignung ist ja auch nicht so toll. Dann nutzen wir die Ecken auch noch für ein Büro. Dann haben wir so ein bisschen ein Büroviertel. Wo auch der Bedarf ja durchaus da ist. Ich will auch manchmal, versuche ich das ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen, mein Schwiegervater, nee, heißt gar nicht mein, wie heißt das, mein Schwager, der Mann von meiner Frau. Ich muss gerade überlegen, wie das heißt. Noch ein bisschen ungewohnt, meine Schwester hat vor nicht allzu langer Zeit geheiratet. Und dass ich mir an den als Schwager denke, das ist einfach der Freund von meiner Schwester. Und was da richtigerweise mein Schwager. Auf jeden Fall arbeitet der so in der Stadtplanung. Vielleicht muss ich dir mal was fragen dazu. Weil ich finde eigentlich die Idee von so gemischten Vierteln ganz gut, dass das nicht alles immer so in Blöcken ist. Auch in der Realität. Wir haben jetzt übrigens wieder ein Mietproblem. Dass man da mal nicht immer
nur so ein Industrie-, ein Geschäftsviertel, ein Büroviertel hat. Das ist ein kleines bisschen gemixt. Dann sterben Stadtteile auch nachts nicht so aus. So ein Bürogebiet, ein ganz großes, so ein kleineres geht mal. Ich habe ja früher dann in so einem Gebiet gearbeitet. Das war nachts halt komplett tot, wenn ich da abends noch Überstunden gemacht habe und dann nach Hause war es immer so. Ich finde es immer besser, wenn das ein bisschen gemischt hätte. Weil dann kann man ja auch Parks da anlegen, dann können das auch Leute aus dem Büro tagsüber nutzen und Leute nachmittags, die da wohnen und so. Ich glaube, das kann man geschickter machen. Aber ich weiß nicht, wie da sozusagen im echten Leben gerade die Erfahrungswerte sind. Man hat ja auch mal mehr dazugelernt. Was jetzt erstes machen, ich habe so viel auf dem Zettel, ich soll wirklich fast Notizzettel machen. Ihr könnt ja auch gerne immer ein bisschen in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen. Was ich jetzt mache, ist ein Sozialamt. Weil diese hohen Mieten sind irgendwie ein Problem. So, jetzt haben wir hier Polizeiwache, das will ich gar nicht, wie Verwaltung und Sozialamt. So, Bürgerwohlbefinden prinzipiell ist relativ gut. Das sind die Häuser hier. Wir haben hier so ein bisschen Probleme. Und hier durchaus auch, ja, so gut ist es gar nicht, ehrlich gesagt. Sozialamtsabdeckung ist überall scheiße. Okay, das heißt, wir bauen ein Sozialamt. Ich guck mal gerade, das deckt hier echt gut die ganze Stadt ab. Das ist ja auch riesig. So hier, was ist denn hier los? Kein Sozialamt. Ist ja alles schön und gut, aber es ist ja... Das ist ja ein Sozialwohnungsviertel. Kostet 110.000. Das finde ich, also ich finde das schon wichtig. Ich will das auch bauen. Aber es schockt mich gerade, dass das so ein Riesengebäude ist. Vielleicht muss ich einfach mal langsam in größeren Maßstäben denken. Wir kaufen ja auch bald die nächste Parzelle. Das heißt, wir überlegen, wo wir die kurz hinbauen. Das hängt auch ein bisschen von meinem... Was haben wir denn hier? Ah, geringe Dichte. Ich glaube, das bauen wir mal hier. Wir müssen mal kurz von den Straßen gucken, wie die Zonen sind. Ich würde mal kurz eine Straße hier rüber, dass das noch angebunden wird. Und dann würde ich das Sozialamt... Ich habe immer so eine Hemmung, Sachen zu überbauen, die ich schon... Boah, das fällt mir immer schwer. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht mal unbedingt sinnvoll, aber das ist so... So, dann baue ich das jetzt hier hin. So, und ich hoffe, damit kriegen wir das Mietenproblem ein bisschen in den Griff. Obwohl das auch manchmal Reiche sind. Also ich bin nicht ganz sicher, was da das Problem ist, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen frech. Da wohnen reiche Leute. Jetzt aber auch nicht in der Villa, sondern wohnen halt in einem normalen Haus. Die arbeiten doch denn da bestimmt vernünftig. Naja, wir gucken jetzt mal das Sozialamt an, was wir hier gebaut haben, an der Kreuzung Lindenstraße-Obststraße. Ich werde das gleich mal ein bisschen besser anschließen hier hinten. Macht das Lärm? Das Sozialamt? Warum macht denn das Sozialamt Lärm? Ist nicht ein bisschen unschön? Naja, was hat denn so ein Sozialamt? Das hat ordentlich Parkplätze. Was hat denn das hier? Was ist denn das? Einfach ein paar Grünflächen mit... Ist ja prinzipiell nicht verkehrt, aber... Kann ich das nicht selber entscheiden? Deswegen ist das Sozialamt so riesig. Naja, also sieht recht modern aus, ist auch ziemlich groß. Wie viele Leute arbeiten in so einem Sozialamt? 12 Leute. Okay, das sieht eher aus, als wenn da 50 Leute arbeiten. 12. So, in Betrieb befindliche Bezirke. Das heißt, macht das jetzt noch gar nichts? Bezirk erstellen. Von hier aus. Weißt du, ist das noch für gar nichts zuständig? Ich will mal, das müssen wir uns langsam ein bisschen erarbeiten. Also, Sozialamtsabdeckung ist überall. Liegt das jetzt daran? Eigentlich sollte es ja gut sein, dass ich da keinen Bezirk habe. Liegt das in der Effizienz? Wir können mal kurz probieren. Das könnte am Budget liegen. An den Dienstleistungen. Polizei und Verwaltung. Da fällt das Sozialamt auch mit rein, ne? Das ist ein bisschen... Das finde ich ein bisschen, für mich auch für die Immersion gar nicht so toll. Weil eigentlich würde ich das ganz gern getrennt voneinander... das Budget verwalten. Und auch das Budget... Gucken wir ganz kurz. Ich erhöhe das mal. Das kostet aber auch gleich. Nee, nicht auf 150%. Das ist es. 100%. So. Okay. Dann gucken wir mal, wie jetzt die Sozialamtsabdeckung, ob die dann gleich besser wird, ob man das sofort sieht. Ah, dann ist die Abdeckung gleich viel besser. Okay. Das lag an der Effizienz.
Und mit den Bezirken, das brauche ich jetzt noch nicht direkt. Das kann ich dann irgendwie nutzen, um da bestimmte Regeln zu erstellen für bestimmte Gebiete. Das gucken wir uns immer noch an. Effizienz 100%. Ja, dann kann ich noch mit Stadtbezirken halt bestimmte Sachen. Genau, nicht zugewiesene Gebäude innerhalb ihres Einsatzgebiets. Also mache das ganze Einsatzgebiet. Ich könnte nur einen Bereich zuweisen, wenn ich sage, er soll nur in dem Bereich arbeiten. Aber nö, der soll für die das Stadt, das Finanzamt, würde ich gerade sagen. Das Sozialamt soll für die ganze Stadt zuständig sein. So, und die hohe Kriminalität, da wollte ich ein bisschen sparen hier mit der Polizei. Das hat nicht gereicht. Das heißt, hier ist die Feuerwehr. Wo ist denn meine Polizeiwache nochmal? Die müsste hier sein, ja. Okay. Die sollte jetzt mal die Kriminalität in den Griff bekommen. Das Sozialamt und die Polizeiwache arbeiten da ja gemeinsam dran. Irgendwas anderes wollte ich noch nachgucken. Genau so viel. Vergessen. Egal. Dann kümmern wir uns einfach erstmal jetzt um ein paar Sachen, die wir hier zuweisen wollen. Wir können jetzt prinzipiell Industriespezialisierung, da muss ich erstmal neue Sachen freischalten. Finde ich aber prinzipiell interessant, dass wir, man sieht hier zum Beispiel die Eignung für Nutztierhaltung und Getreideanbau. Und mehr gibt es auch noch. Forstwirtschaft gibt es noch. Kann ich natürlich hier das nutzen. Und wir können Steinbergbau. Das klingt so ein bisschen unmodern. Okay. Wir haben einen ganz schönen Wohnbedarf in unserer Stadt. Hier steigen gerade Industrien auf. Ich lasse immer noch mal die innerhalb der Stadtgrenzen gerade. Ich mache jetzt immer noch kein neues Feld, sondern bleibe innerhalb der Stadtgrenzen. Und gebe ihnen hier noch ein bisschen Industrie, wenn sie das aufbauen wollen. So. Ja, nicht so viel, dass das ja nicht rüberzieht. Vorhin war so ein Bedarf an den Bürogebäuden, ne? Aber es wurde ziemlich schnell gedeckt. Hochqualifizierte Arbeitskräfte brauchen wir. Ja, gut, ich komme als nächstes. Das heißt, als nächstes möchte ich eigentlich hier. Ich brauche mehr hohe Dichte. Hohe Dichte habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt, ne? Und geringer Dichte. Dann schauen wir uns mal hohe Dichte an. Das können wir ein bisschen. Tendenziell sind ja auch Menschen, die vielleicht in so Mietskasernen, die ist das schon wieder so gemein, aber in solchen Sachen wohnen, haben vielleicht mehr Bedarf an einem Sozialamt. Das heißt, ich kann das in der Nähe bauen. Ich habe hier natürlich wieder ganz schöne Stadtgebiete. Das heißt, ich will mal die Stadt durchaus hier lang führen und dann etwas am Fluss lang, dass sie diese Promenaden nutzen. Die Richtung vielleicht nicht so sehr, weil das nicht so geeignet ist. Gucken wir mal, wie wir das bauen und welche Art von Straße, ob das nicht immer. Das steht immer ohne Bürgersteige, man kann da schon laufen, aber gerade an der Stadt lang sollen eigentlich schon ein bisschen Bürgersteige sein. Oder ich baue die Promenade nochmal ganz anders aus, dass man manchmal da vielleicht, dass die Leute dahinter wohnen und ich dann, das probieren wir hier mal. So, weißt du was, das machen wir einerseits noch ein bisschen effizient an der Stelle und den Bereich da vorne raus. Vielleicht ein bisschen dann so mit Fußwegen erschließen, dass wir da so eine Promenade haben. Vielleicht hier noch was bauen, das gucke ich mir gleich mal genauer an. Hier drin haben wir auf jeden Fall jetzt noch Möglichkeiten zum Wohnen. Dieses ohne Bürgersteige schreckt mich immer irgendwie ab. Ich würde manchmal ganz gerne kleinere Straßen bauen, aber ohne. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home, or wie sieht denn eine einfache Straße so aus. So, dass es abgerissen werden muss. So.
Na gut, ein Einbahnstraße in die Richtung wäre schlecht, weil dann kommen sie nicht weg. Das heißt, da brauchen wir schon. Da können wir also eine kleine. Schließt das mal hier nur so. Okay. Dann bauen wir hier mal ein bisschen mit hoher Dichte. Mal gucken, wie das aussieht. Hohe Dichte. Billige Mietwohnungen. Hier mal mittlere Dichte. Hier auch mal mittlere Dichte. Wo wir an mittlere Dichte gar keinen Bedarf haben. Ich weiß das nun mal schon so aus. Vielleicht hier mal mittlere, hohe Dichte. American Style. So ein bisschen Abwechslung da. Alleine von den. Von wie es aussieht haben. Machen wir es auch hier so. Doch nicht mittlere Dichte da. So. Und gleich beschweren sich über hohe Mieten. Hast du noch jetzt gar nichts? Hä? Achso, das sind ja von vorhin. Das sind die geringe Dichte. Dann schauen wir mal, was hier entsteht an neuen Wohnungen. Wir brauchen noch ein bisschen was mit geringer Dichte. Das bauen wir vielleicht mal hier. Ich will auch nicht mal so Ghettos bauen. Ich versuche auch mal ein bisschen die verschiedenen Dichten etwas. Ja, dass die sich ein bisschen ergänzen. Und wie, ob ich hier jetzt noch. Vielleicht. Ach ne, das war jetzt. Stopp. Stopp, stopp, ich mach das anders. Das war, glaube ich, noch der falsche Stil, genau. Den amerikanischen Stil mag ich ja nicht so gern. Können wir mal so zur Abwechslung ein kleines bisschen so. Im kleineren Bereich durchaus was machen. Nicht wie ein Viererbereich, ob die gut bauen können. So. Und dann wieder der europäische Stil. Hier und hier. Aber hier sollen die nicht so weit nah ans Wasser, weil dann machen die immer diese, dann erhöhen die immer das Terrain so. Das gefällt mir nicht unbedingt. So. Und dann werde ich mal gucken, wie ich hier vielleicht zumindest teilweise, vielleicht hier den Bereich so ein bisschen als Park etabliere, dass die Leute da spazieren gehen können und auch an die Promenade können. Dass vielleicht nicht immer alles so zugebaut ist. Das weiß ich noch zum Beispiel, als ich auf Bali war oder auch in Asien, auf den Inseln gab es dann ja so Bereiche, wo dann halt man den Strand gar nicht mehr erreichen konnte, weil alles zugebaut war, praktisch eine Straße davon wie hier. Und dann überall Grundstücke, entweder Läden oder Privatgrundstücke oder Hotels. Und man konnte überhaupt nicht mehr, als wenn man die Straße anging, ist zum Strand. Das war ein bisschen blöd. Das würde ich hier verhindern an meiner, vielleicht auch nachträglich durchaus mal. Zum Beispiel hier sowas. Also wenn wir hier gerade mal sind, gucken wir doch mal. Das ist, glaube ich, aber Landschaftsgärtnerei. Hier sind dann doch die Wege. Dachte ich zumindest. Sind jetzt hier noch gar nicht, wenn man nur Fußwege baut. Hier sind alles Parks. Kommunikation, das kommt später. Landschaftsbau, da ist das. Ah, okay. Wege, die von Fußgängern. Ja, genau, sowas solche. Dann können Fußgänger hier einfach mal. Das ist auch noch ein Fußgängerüberweg. Oh, da muss ich eh mehr bauen. Ich muss ein bisschen das noch schöner machen hier für meine Fußgänger. Wurde hoffentlich jetzt nichts abgerissen. Eigentlich hat es nichts angezeigt. Dann können wir einfach hier hingehen. So. Und dann hier auch. Hier ist eh schon ein. So. This is an emergency broadcast to all citizens. The fire emergency broadcast reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose serious. Ups, das wollte ich nicht. Ja. Das bisschen. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Ganz kurz. Da habe ich doch drauf geklickt, dass ich das sehen wollte. Wo ist denn ein Waldbrand? Da haben wir so viel zu tun. Oh, da hinten. Okay. Aber das ist doch nicht meine. Also ich habe halt eine Stadt, aber ich bin doch nicht der Staat. Das ist doch die Aufgabe des Staates. Natürlich schlecht für die Forstwirtschaft. August, ja gut, im August brennt es auch mal. Hoffentlich zieht der Rauch dann nicht rüber.
Ja, aber das ist jetzt ja nichts, was ich kann ja nicht meine Feuerwehrwagen da hinten hinschicken. Tut mir leid. Da muss ein Löschflugzeuge hin. So, ich weiß nicht, ob das mit der Miete ein bisschen besser geworden ist, vielleicht. Dass wir auch ein bisschen mehr, wir haben so viel Bedarf an geringer Dichte. Das sind aber auch mal die, die sich die ganze Zeit beschweren, ehrlich gesagt. Die geringen Dichte, sagen wir, wir haben nicht genug. Eigentlich müssten die umziehen, ist ein bisschen gemein, aber wenn sie das Geld nicht haben, ich versuch's ja schon. Aber die müssten eigentlich umziehen in Gebäude mit mittlerer und hoher Dichte und dann wäre wieder mehr Platz frei für geringe Dichte. Also ich bin nicht ganz, ich weiß nicht genau, irgendwas stimmt da nicht. Ich wollte aber ganz kurz mal hier schauen, nur mal. Sorry. Hier ist so ein bisschen Sichtschutz auch, damit die nicht in ihr Garten gucken, okay? Nur, dass wir Optionen haben. Dann müssen wir, dann will ich die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich auch angehen. Und das Wasserkraftwerk. Und tausend andere Sachen, wie es immer ist in City Skylines. Also hier kann ich jetzt noch ganz coole Brücken. Oh, hier kann ich. Da kann ich hier so eine Erholungsinsel. Oh, das ist schön. Mit Brücken. Das wird gut. Da kann ich nur zu Fuß hin. Das mag ich jetzt schon. Okay. Also verschiedene Brücken, Vegetation und Terraforming. Das muss ich mir mal anschauen, wie das funktioniert. Damit wir es noch ein bisschen schöner gestalten können. Man sieht hier schon die Höhenlinien. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist vielleicht hier so einen kleinen Park anlegen. Also kleiner Park, was haben wir? Kleiner Platz mit Brunnen, kleiner Spielplatz für Kinder, Hundepark, das ist auch immer schön. Eine Feuerstelle. Oh, das ist aber auch nett, so zum Grillen und so. Okay, das sind die Optionen, die wir bis jetzt haben. Ich finde sowas hier, gerade da, Picknicktische und Grillen. Okay, das ist ja riesig. Okay, das habe ich mir nicht mitgerechnet. Ein Hundepark. Ein kleiner Spielplatz ist so groß. Ein kleiner Platz und ein kleiner Park. Okay, das ist alles ein bisschen groß. Ich würde erstmal anfangen, bevor ich hier rüber baue. Entweder ein kleiner Park ist auch schon zu groß. Fangen wir damit mal an. So. Das ist jetzt ein kleiner Spielplatz. Ja, das ist nicht gut. Die Kinder aus der Umgebung können hier mal schön spielen. Straße benötigt. Kann ich dann irgendwie hier mich an die... Oder zählt das nicht, weil das wirklich eine Straße braucht? Das finde ich aber ein bisschen blöd dann. Das ist doch ein Weg. Braucht das wirklich eine Straße? Anscheinend schon. Dass ein Spielplatz eine Straße braucht, finde ich ein bisschen... Braucht alles eine Straße. Ich gucke mal ganz kurz. Die brauchen wahrscheinlich alle eine Straße. Irgendwas, das braucht keine Straße zum Beispiel. Die Feuerstelle. Die kann ich also hier bauen. Okay. Das braucht eine Straße... Das braucht keine Straße. Der kleine Platz. Der kleine Park braucht auch eine Straße. Das ist halt zu groß dafür. Das ist das andere Problem. Vielleicht kann ich hier mit Terraforming die Insel ein bisschen größer machen. Dann baue ich was, was keinen... Oder ich baue nur was, was eine Straße baut. Aber muss das halt anders machen jetzt. Dann bauen wir so eine... Genau. Hier so eine Dirt Road. Eine Schotterstraße. Kann ich ihn damit ersetzen eigentlich? Ich kann nicht die, das zählt nicht richtig als. Okay, das ist wirklich nur. Das hilft nichts. Okay, das muss weg. Tut mir leid. So, dann bauen wir jetzt hier eine Schotterstraße. Nicht im Ersetzen-Modus, sondern im Dehn-Modus. So, hier ist eh kein Dings. So. Upp, das ist abgerissen. Ich habe extra geguckt. Ich habe extra geguckt, dass das nicht davon betroffen ist. Bisschen gemein. Wir probieren aber jetzt mal. Wenn noch neu hier ist, ich probiere gern viel rum. So, dann bauen wir mal die Straße. Irgendwas wird jetzt abgerissen, weil das irgendwie nicht mehr taugt. Ach, wahrscheinlich, weil das Gebiet erhöht wurde. Oder? Also ich kann es nicht einrecht machen. Ich probiere es wirklich. Kleiner Platz, nee. Und das kann ich jetzt hier an die Theresiengasse. Kommt ein kleiner Spielplatz. Können wir es hier noch ein bisschen machen? Okay, und hier haben sie einfach, können sie da hinlaufen. Ja, ihr müsst auch ein bisschen selber gucken, was ihr da macht. Tut mir leid, Leute. Dann machen wir das nochmal. Vielleicht kann er irgendwas hier bauen. So ganz erschlossen ist das nicht. Ihr könnt hier bauen, falls ihr da was habt. Ja, guckt, geht sogar. Ihr macht das schon. Ja, so eine einzelne... Bringt nichts. Ich glaube, ich brauche mindestens zwei. Dann erhöht sich das gleich. Ne? Aber hier ein bisschen was frei ist auch wieder ganz gut. Dann kann ich hier noch landschaftsmäßiges machen. Dann kann ich die Insel vielleicht mit Terraforming erweitern. Okay. Was ist hier das Problem?
nicht genügend Kunden. Wir brauchen halt mehr Wohngebiete. Ich mache auch noch ein Wohngebiet hier ein bisschen kurz, ein effizientes mit so einer Blockbauweise. Das heißt, wir bauen mal hier eine ganz normale Straße. Und brauchen ein bisschen niedrige Dichte. Und das wechseln wir noch ein bisschen ab, dass wir hier ein bisschen Abwechslung drin haben. Und ein bisschen Ami-Style dazwischen. Okay. Und dann... Okay, zwei Sachen. Ich merke mir das jetzt mal. Übrigens, das ist mit der Miete bis besser geworden. Die haben halt wenig Kunden, das ist ein anderes Problem. Aber das Sozialamt macht, glaube ich, seine Arbeit. Und wie sieht es mit der Kriminalität aus? Die geht zurück, die geht voll zurück. Okay, das Erfolgsmeldungen hier. Wasserkraftwerk und öffentliche Verkehrsmittel. Das sind die zwei Sachen, die ich jetzt als nächstes angehen möchte. Als erstes fangen wir mit dem Wasserkraftwerk an. Das ist aber nicht hier, es ist bei Strom. So, wie funktioniert das jetzt? Ich kann das einfach bauen. Kostet 1600. Ganz kurz schauen. Grundwasservorkommen, Oberflächenwasserfluss sehen wir hier. Wahrscheinlich mit vielen Pfeilen, mit langen Pfeilen ist wahrscheinlich schnell, würde ich denken. Das heißt, hier gibt es durchaus ein bisschen Gas, hier auch. Ein Kraftwerk ist natürlich eher im Industriegebiet anzusiedeln, aber da müssen wir uns was Neues kaufen. Das funktioniert, glaube ich, hier. Okay. Ich würde sagen, wir bauen das Wasserkraftwerk hier neben dem Industriegebiet. Dann können wir auch mal die Autobahn hier anschließen. Das heißt, wir kaufen das Kartenfeld. Wie teuer ist das? 4000? Okay, ich habe gedacht, dass es viel teurer ist. Das ist ja geschenkt. Wir haben 18 Bewilligungen. Ja, her damit. Dann kaufe ich das gleich mit. Ich bin im Kaufrausch. So. Wir gucken jetzt nochmal an. Das sieht ganz gut aus. Ich finde an der Stelle, ist der relativ breit. Hier haben wir auch gleich ein Umspannkraftwerk. Das ist ja perfekt, als hätte ich das geplant. Ich bin ein Stadtbaukönig. Das ist hier schon irgendwas. Das muss ein bisschen weiter. Okay. Jetzt können wir noch ein bisschen gucken. Wenn wir es schräg bauen, wird es teurer, aber es hat dann auch mehr... 103 Megawatt. Wir können mal gucken, wenn ich es ganz gerade baue, macht das 80 Megawatt für 1,6 Millionen. Hier ist es schon 100 Megawatt. Gehabt eben. Warum steht denn nicht mehr? Ach, weiß nicht. Höhenunterschied zu gering. Jetzt haben wir schon 100 und es kostet fast genauso viel. Das heißt, das ist 25% effektiver, kostet aber fast das gleiche. Das ist ja der Wahnsinn. Kann ich ja noch mehr abgehen. 100. Höhenunterschied zu gering. Kann ich das denn irgendwie anpassen mit Höhenunterschied? Nee. Was heißt ein Höhenunterschied zu gering? Zwischen dem... Oder ich fange mal hier an. As the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Garbamate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Was denn, wenn ich hier oben anfange? Nee. Wie ging das schon noch hin? Oh, 150 Megawatt. Okay. 160. Also wir haben hier ein paar Möglichkeiten. Diese Nachrichten manchmal. Ihr hört das nicht so viel. Aber es ist halt auch ein bisschen blöd, weil die immer da reinlabern würden. Die sind eher ein bisschen witzig. Okay, ich kriege das noch hin. 150. Ich baue eins mit 150 ungefähr. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das eben hingekriegt habe.
Höhenunterschied zu gering. Da, 130, 135, 170. Ich sehe auch, das ist in die Richtung. Okay, warum ist hier so in die Richtung? Das ist auch gleich ein Unterschied von nochmal 35 Megawatt, ne? Als wenn ich das hier hinbaue. Deswegen nutzen wir den Bereich hier durchaus mal. Aber ich will auch nicht den Platz hier 190. Sagen wir, dann wird das höher gebaut. Kostet kaum mehr. Nicht mehr an der Küste. 170. Nehmen wir die 170 hier mit. Okay. So. Dann können wir gleich mal anschauen. Ich pausiere mal. Weil noch ist das ja nicht Stromverfügbarkeit. Wir haben bis jetzt ja noch gar keinen Strom. Wir importieren den ganzen Strom. Wir können noch mal ganz kurz da ins Budget schauen. Das ist bei Dienstleistungserhaltungskosten. Oder wo ist das mit dabei? Handel von Dienstleistungen ist das wahrscheinlich. Minus 100.000 fast. Okay, und dann können wir hier sehen, wie viel das kostet. Man sieht nicht, wie viel kostet, aber wir importieren 20 Megawatt. Und bald exportieren wir. Ich freue mich jetzt schon. Dann haben wir das Geld ja fast schon wieder drin. Also, wir haben zwei Sachen. Natürlich, wenn wir hier rausgehen. Das kann man nicht auch als Brücke nutzen, was immer ganz schön ist. Ich finde auch, so eine Staudammbrücke hat durchaus was Ästhetisches. Finde ich. Das heißt, als erstes, dann können wir hier, ja, dann schließen wir das mal hier an und in die Richtung, okay. So machen wir das. Ist ein bisschen erhöht. Müssen wir mal gucken, wie das, das ist eine vierspurige Straße. Ne, ist eine, so eine, okay. Ist, glaube ich, ist das das Richtige? So rein optisch sieht das ja richtig aus. Aber es ist ein bisschen, als wäre es eine größere. Aber es stimmt doch nicht ganz. Nee, das wäre eine größere. Eigentlich ist das schon die richtige. Fußgängerstraße wollen wir nicht. Asymmetrisch wollen wir auch nicht. Nee, sie hat ein bisschen anders aus. Wenn die nicht so. Vielleicht kann ich das anders anschließen, wenn ich von der Seite komme. Probieren wir es mal. Dann können wir auch hier noch das verbinden eventuell und haben dann... eine Entlastung auf der Straße. Erkennt ihr das hier? Ne, er erkennt den Winkel nicht ganz, schade. Wir müssen das selber ein bisschen machen. So ungefähr, würde ich sagen. Gucken, wie das aussieht. Das soll ja auch optisch was hermachen. Und das ist ein bisschen erhöht. Und das ist doch okay. Obwohl es ja auch ein bisschen runter geht. Kann ich nicht die ganze Straße, weil dann geht die erst bergab und dann wieder hoch. Das macht ja so ein... Das hat ja irgendwie so ein kleines Tal. Genau. Kann ich nicht die Straße einfach gleich... weiter oben anfangen und oben lassen. Ja, das ist doch. Genau. So. Muss noch kurz gucken, ob das dann da 10. Wie sieht es denn bei? Ah, hier kann man ganz klein teilig. So weit will ich gar nicht. Wie ist denn das? Das ist nur 10 Meter. Das sind 15 Meter. Gucken wir mal. Das sieht auch schick aus und das mag ich irgendwie. So. Einfach so ein bisschen von oben. Ist immer nicht ganz richtig. Probieren wir es mal mit 20 Metern. Mit 20 Metern kann das nicht mehr verbinden irgendwie. Dann ist das nicht richtig. 20 Meter ist auch ein bisschen höher. Okay, gehen wir nochmal auf 15 zurück. Doch, 15 Meter ist gut. Okay. Wir müssen nur noch den richtigen Winkel finden, dass es einigermaßen schön aussieht. So. So sind wir auch auf der Höhe der anderen da. Okay, so. Da ist der Winkel ein bisschen komisch. Kann ich einen 90-Grad-Winkel? 91? 90? 91? Ne, ist nicht ganz richtig. Dann fangen wir ein bisschen anders an. 90 Grad. Das sieht doch schön aus. Ist das 90 Grad hier hin? Das sieht ein bisschen... bisschen so ein Schlenker da drin. Gefällt mir auch nicht ganz, okay. Ja, nochmal. Wir können auch hier anfangen. Bisschen komisch, dass ich nicht hier anfangen kann. Wenn ich hier... Merkt er es gleich? Okay, er merkt es. Sehr gut. So gefällt mir das. So. So machen wir das. Okay. Dann zeigt er mir aber keine Winkel an. Müssen wir ein bisschen von hier schauen. So. So. Ja, so ist das gut. So ist das gut.
Und das schließt auch da direkt richtig an, oder? Ohne dass es da. Das ist irgendwie das. Es will aber hier hochbauen. Das ist ein bisschen komisch, ne? Wie ist das, wenn ich jetzt nochmal das absenke? Senkt er die ganze Straße ab? Er will immer da. Jetzt hier einfach darüber bauen. Das will ich ja nicht. Ich will, dass er das damit verbindet. Das ist ein bisschen das Problem, wenn ich da anfange. Okay, müssen wir es nochmal anders machen. Also ganz ideal ist es noch nicht. Oder nicht, ich muss das erst verbinden. Vielleicht probieren wir das nochmal. Und dann die Höhe ändern. Nee, das klappt nicht ganz so, wie ich mir das denke. Wir lernen mal, wie wir es am besten machen. Dann müssen wir hier bei 0 anfangen. Das hier rüber. Und jetzt hier auf 10 Meter gehen und dann verbindet er es. Also vielleicht hier auf 15. So. Vielleicht sogar. Ja, ist nicht ganz perfekt. Aber ich habe lange genug rumgetan. Ich finde es für den Anfang erstmal nicht schlecht. So, aber was wir eigentlich machen wollen, ach, ich habe pausiert, sehr gut, ist jetzt natürlich das hier, das hydroelektrische Kraftwerk, an mein Umspannkraftwerk andocken. Bin ich eigentlich ein bisschen. Man sieht die Leitung jetzt gerade gar nicht. Die Leitung gar nicht, das verwirrt mich ein bisschen. Man sieht sie ganz dünn, okay. Ist eigentlich ganz gut, dass die nicht so dick sind. So, dann heißt das, ich muss das Kraftwerk hohe Lärmbelastung, ja, das ist natürlich nicht so schön, müssen ein bisschen gucken, was wir hier in der Nähe machen. Da will ich jetzt zwischen Kraftwerk und Umspannwerken, genau, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Das heißt, wir verbinden das hier mit meinem Umspannkraftwerk. Ist nicht so schön hier, aber muss es sein. Und jetzt will ich mal meine Strombilanz sehen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Nutzung, es steigt langsam an. Stromproduktion, 100% Nutzung. Jeden Augenblick ist es soweit. Also Strom kommt hier rein in die Stadt. Müssen wir mal gucken, ob schon irgendwo das Strom... Produktion 134 Kilowatt. Ja, schaut euch das an. Und wir sind an das Netz angebunden. Das heißt, da müsste demnächst auch exportiert werden. 154 ist ja der Wahnsinn. Die Verfügbarkeit, das müsste jetzt auch gleich in den richtigen Bereich springen. Es dauert halt kurz, bis das alles da ist. Und dann der Stromhandel. Wir werden reich. Ich sag's euch. Na, hier. Dienstleistungserhaltungskosten, Handel von Dienstleistungen. Null haben wir da noch. Jetzt haben wir minus 100.000 und null, das schauen wir uns demnächst mal an. Das geht ja komplett rund. Wir haben schon wieder Bedarf in der Stadt. Man kann aber auch Bedarf einfach mal ignorieren, so ist nicht. Natürlich sind die ein bisschen sauer, weil die irgendwie, und es wollen neue hin, weil die nicht genug Kunden haben. Ja gut, ein bisschen mache ich mal noch. Aber wann will ich eigentlich das öffentliche Verkehrsmittelsystem, Netzwerk, Dingsbums, Knickknack ausweiten? So, und hier haben wir doch sogar, das ist die hohe Dichte, ne? Dann gibt es halt hier nochmal mittlere Dichte. Und nicht NA, sondern europäisch. So. Weil wir haben Bedarf an mittlerer Dichte. Machen wir den Übergang. Da kann ja nichts gebaut werden eigentlich, ja, das ist ja das. Und wir haben noch die geringe Dichte. Was hatten wir hier eigentlich? Haben wir das doch sogar gemacht. Da war, glaube ich, die geringe Dichte. Das heißt, wir können das hier mal anschließen mit der Straße. Ups, bin noch auf 15 Meter. Und ich muss mal wieder... So. Wie schnell es auch mal mit der Dichte geht, dass die dann keinen Bedarf mehr haben. Das ist krass. Okay. So, da können wir ein paar Leute einziehen. Industrie ist schon wieder nachgefragt. Da hatte ich auch extra was gebaut. Habe ich das nicht sogar schon ausgewiesen? Anscheinend nicht. Und warum habe ich denn hier in der Mitte nichts? Was ist das denn hier für eine Schlamperei? Ist ja ein bisschen Verschwendung dann sogar. Was habe ich da denn? Oder habe ich die dicke Straße gebaut?
Und dann kommt hier eine kleine Straße rein, nur. Zweispurig, ohne Bürger. Ja, Bürgersteige brauchen wir im Industriegebiet jetzt eh nicht so sehr. Und hier sind auch Sachen ausgewiesen. Und schon bebaut. Es geht so schnell. Also, dann zack, zack, zack und zack. Dann baut halt eure Industrie. Ihr Deppen. Was ist hier los? Wasserschaden. Der Staudamm. Okay, fuck. Ich dachte nicht, dass er so sehr staut. Scheiße, okay. Also das Staudamm, dass der prinzipiell Wasser staut, ja. Ist richtig. Hätte ich. Scheiße. Ja, das habe ich vergessen. Ich dachte, das ist halt einfach so Durchlauferhitze. Das Wasser fließt da durch. Das muss er nicht. Er muss das Wasser ja gar nicht stauen. Das ist doch ein laufender Betrieb. Du kannst doch einfach. Kann ich denn? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen. Ja. Also, die Frage ist natürlich, wie sehr staut sich das Wasser an der Stelle? Das weiß ich noch nicht. Ich kann es entlasten, indem ich hier Wasser. Mal gucken, ob ich das retten kann oder ob ich das hier verkackt habe. Können wir dann Mauern bauen hier? Ich weiß das alles nicht. Ihr seid live dabei. Scheiße. So. Parks in Erholung. Hier. Das brauchen wir. Okay. Terrain. Einebnen angleichen. An eine bestimmte Höhe an. Okay. Mittelhaus. Ich wollte auch gar nicht. Sieht hier voll krass aus. Das ist hier so eine. Kann es nicht ein bisschen organischer sein? Fuck. In the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to. Okay, ich will ein bisschen. Ja, es geht auch ganz schön steil da hoch, ehrlich gesagt. Da habe ich irgendwie nicht so. Ja. Er stellt einen Hang. Geht das hier? Bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate. Or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Also man kann ein bisschen Wasser da in die Richtung. Dass es nicht über eine Stadt fließt. Die Frage ist, ob ich das überhaupt noch retten kann oder ob es hier alles zu spät ist. Riesen Wasserschaden. Okay, wir haben unsere eigene Naturkatastrophe geschaffen hier so ein bisschen. Was jetzt nicht so ideal ist, um es mal so zu sagen. Wie können wir das retten? Das ist eine bestehende Stadt. Wir haben einen Wasserschaden. Gut, Wasserschaden passiert mal. Das wird auch gerade nicht besser. Ja. 10 Meter reicht da auch nicht aus. Das schöne Kraftwerk, es war auch teuer. Ja, und das kostet ja auch viel Geld. Scheiße. Eine Mauer können wir nicht bauen, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Wenn ich das an das Flussufer hier ein bisschen. Das lässt sich auch nicht sehr fein einstellen. Achso, hier. Pinselgröße. Ah, hier kommt alles. Ah, okay. Pinselstärke. Ja, fangen wir mal hier an. An die Bausünden, die dann später mir vorgeworfen, die man später noch erkennt in der Stadt, was ich da am Anfang verbrochen habe. Okay, taucht es langsam aus dem Wasser aus. Auf. Für die Holländer hier müssen wir so einen Damm bauen, weil sonst ihr Land untergeht. Jetzt einfach angleichen an die Höhe vom. Boah, ist das laut hier.
Und ich komme aus Norddeutschland oder habe da lange gelebt. Und die Deiche am Wasser kennt man auch. Das ist auch nicht, ist ja nicht unbedingt hässlich. War jetzt vielleicht nicht ganz so gewollt hier. Also mit Angleichung funktioniert nicht so gut. Er kennt nicht ganz, was ich machen möchte manchmal. Ebnet. Das gucken wir uns dann nachher mal an. Erst dann müssen wir alles noch ein bisschen erhöhen. Ah, das ist zu doll. So, das ist kein guter Damm. Das mache ich dann später, um mir das einebnen. Probieren wir dann mal. So. So. Ja. Na gut, passiert halt mal. Hätte auch einer irgendwie mal was sagen können. Ihr zum Beispiel sitzt da nur rum. Von euch hat auch keiner was gesagt. So, keine Ahnung, wie das dann da noch. Das Wasserkraftwerk reißt. Das ist übrigens auch was, was ich immer mache. Ich, wie im echten Leben, Fehler korrigiere ich nicht an der Wurzel, sondern ich betreibe dann viel Aufwand, um die Folgen abzumildern oder irgendwas dann damit anzupassen. Und natürlich einfach auch das Kraftwerk da in die. Kostet eigentlich Geld? Terraforming? Ah, Terraforming kostet kein Geld. Okay. Ganz nett. Komm mal hier, wir können das richtig schön machen. Gucken wir mal. So, also das Wasser. Schwappt da hoch. Okay. Reicht das hier aus? Sieht ein bisschen gefährlich aus, ne? Also ich will mich dahinter auch nicht so ganz wohlfühlen, ehrlich gesagt. Sieht auch nicht so professionell aus. Das ist aber erstmal nur behelfsmäßig und danach. Wenn ich denn merke, dass es funktioniert, dann kann ich ja immer noch das dann schöner machen und dann landschaftlich anpassen. Also das geht schon auch. So, der Wasserschaden versickert da hoffentlich. Wir haben eine Feuerwehr, die sich hoffentlich darum kümmert. Blöd ist natürlich das Umspannkraftwerk, weil natürlich jetzt auch das Umspannkraftwerk etwas außer Betrieb ist. Gerade. Kurzfristig. Ich kann mich gerade nicht um die Busse kümmern, wie eigentlich geplant. Nun ja, so ist das manchmal im Leben. Dann ebnen wir es gleich ein bisschen ein, wenn das dann hier mal. Okay, das Wasser hier. This is an emergency broadcast to all citizens. Über, irgendwo anders brennt. Ich muss einfach das, da hinten sonst über. Makes the air dangerous to breathe. Dangerous to breathe. Sind wir hier in Los Angeles oder was? Das hier die. Das ist aber auch jetzt nicht witzig hier hinten. Kann da bitte mal der Staat was machen? Dann kann ich hier auch ein Hafengebiet. Ich rette das noch. Wir machen das schön. Hier ist natürlich auch gerade die Industrie, das ist auch nicht so ideal. Aber wir können dann hier raus, auf der Seite zumindest, irgendwie so einen Hafen machen, wo es da so steil ist. Das Wasser. Geht das Wasser dann irgendwann auch wieder weg? Oder ist jetzt hier praktisch eine Senke? Kann ich das Wasser bitte abpumpen? Kann ich in ein tiefes Loch graben, wohin das Wasser abfließt? Wie geht das Wasser hier weg? Also manche fahren auch einigermaßen. Ich bin mal mit. Es war. War das auf Phuket oder war es auf Koh Tao? Da war Flut und da war es so überschwemmt alles. Mich auch mit dem Motorrad, so, das Wasser ging mir bis übers Knie, also ich weiß gar nicht, wo das Motorrad noch funktioniert hat und alles, das war ganz schön übel. Aber, also bin ich auch ähnlich so wie die dann gefahren. Die Frage ist, ob sich das Wasser jetzt irgendwann, ob das verdunstet, ob das versickert, ob das verschwindet. Oh, das, funktioniert das langsam wieder? Doch, das Wasser verschwindet. Das war eben noch unter Wasser hier. Hier sieht es natürlich ein bisschen. Hier sifft das so ein bisschen durch, oder? Ne, geht. Also wenn das hier funktioniert, mache ich das irgendwann. Und mit irgendwann meine ich in Folge 713, weil ich dann irgendwas anderes zu tun. Oft. Hier sifft das so ein bisschen durch. Das macht mir ein bisschen Sorge. Jetzt vielleicht auch ein bisschen in der Breite, dass hier nochmal, dass der Deich da nicht bricht. Ne, das sieht aber ganz gut aus. Und hier. Sehr gut, ist alles. Das Umspannkraftwerk funktioniert wieder. Das heißt, wir können mal kurz auf die Stromproduktion schauen. 73.
160 Kilowatt? Und was verstehe ich hier gerade nicht? Wie sind, wir können mal kurz gucken, wie sieht denn die Strom, der Strom, der Wasserfluss aus? Gut, hier verkantet er sich ein bisschen. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Wir müssen das hier mal ein bisschen verengen vor dem Staudamm vielleicht. Ist sicher nicht irgendwelche Verwirbelungen ergeben und so. Man sieht schon, es läuft ja ein bisschen langsam, aber es, das funktioniert natürlich auch, das Wasserkraftwerk über die... Das ist das, was mich geärgert hat übrigens. Nochmal, vielleicht für meine Ehrenrettung. Vielleicht kennt sich jemand super gut aus. Aber ich habe doch einen fließenden Strom. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt Wasser stauen, um Turbinen zu betreiben, sondern ich kann einfach den fließenden Strom nutzen und das Wasser nur ganz moderat stauen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das in diesem Umfang nicht hätte sein müssen. Vielleicht kennt sich jemand auch so hier, dass das Wasser nicht so durchsifft. Der Damm scheint mir noch ein bisschen dünn. Und dann kümmere ich mich auf was anderes. Das ist ein bisschen entmutigend und frustrierend gewesen. Am Ende haben wir es jetzt irgendwie gerettet. Das Industrieviertel erholt sich hoffentlich hier. Irgendwann. Demnächst. Ich beobachte das mal. Es kommt ja kein Wasser mehr nach. Aber es fließt halt in die Senke ab, ne? Ich glaube... Ich glaube, wir können das nicht ignorieren. Macht die Feuerwehr denn da nichts? Die Feuerwehr ist doch hier. Ne, ist die Klinik. Die Feuerwehr ist... Können wir natürlich einfach auch hier schauen. Die Feuerwehr ist hier. Okay, was ist denn hier los? Okay, das ist anscheinend keine ideale Situation hier. Vielleicht brauchen wir hier einen Kreisverkehr. Diese Kreuzung ist nicht ideal. Wer hätte das gedacht? Durch dieses Mehrfachhalten. Okay, das bringt nichts. Man kommt auch mal von einem Problem zum nächsten. Das ist auch ein bisschen Quatsch. So, stopp, wir halten das mal kurz an. Ich mache einen Kreisverkehr. Das ist ein bisschen Käse so. Sonst haben wir einen Kreisverkehr hier und daran binden wir diese Straße an. So, und das Gebiet ist noch ausgewiesen, oder? Glaube ich. Mal zum, um sicher zu gehen. So. Der Verkehr müsste jetzt mal deutlich günstiger fließen jetzt hier. Dass da immer Leute parken. Ich muss auch manchmal, die Polizei kommt hier auch so schlecht durch, aber... Ich glaube, das ist deutlich besser jetzt. Ja, das war, da denkt man mal, man macht so eine kleine Entlastungsstraße und dann kommt es aber gleich zu Problemen. Da. Okay. So, hier wollten wir uns eigentlich drum kümmern. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kann das eine Feuerwehr einfach nicht. Sowas. Und wir haben hier, wartet auf Leichenwagen. Was sind da Leute ersoffen? Wo ist denn der tiefste Punkt hier? Hier. So, wir halten das mal kurz an. Muss ich ein Gebäude abreißen? Smelting Moor. Oder ich glaube, Chemtrail Chemicals, auch ein super Name. Ich glaube, wir müssen Chemtrail Chemicals abreißen und das Wasser versickern lassen, verbuddeln. Hier, damit. Okay. Das sieht man jetzt gar nicht. Okay, so. Gucken, ob das geht. So, wir sind hier. Wir machen also ein tiefes Loch. Ganz tief. Das ist ganz schön tief. Das geht ja irgendwie sehr tief runter. Nicht aufbauen! Stopp! So. Was wollen die denn darauf bauen? So. Jetzt hoffe ich, dass das Wasser da reinfließt. Schauen wir mal hier. Man müsste es direkt an der Lindenstraße ja sehen. Ah, es pausiert gerade. Dass das Wasser zurückgeht. This is
Second Moon Radio Classical. Vielleicht, weil es nicht tief genug, vielleicht funktioniert das halt leider so nicht. Music Classical has always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank paper, using only their imaginations as guides, through a silent audio masterpiece. Ein genialer Plan. Das Wasser breitet sich jetzt in die Richtung aus. Warum denn? Schaut mal, kann ich jetzt nicht erstmal eine Entlastung? Dass das Wasser in die Richtung abfließt. Entschuldigung, wir machen das später alles rückgängig. Wir haben es noch nicht. Die Frage ist natürlich, ob das dann... In welche Richtung das hier ist, darf nicht sogar abfließen, nicht reinfließen. Nicht das Wasser von da reinfließt, so rum soll es nicht. Nicht, dass der Fluss dahin fließt. So, das Wasser. Mein Sozialamt. Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not. Und das liegt ja ein bisschen höher, glaube ich. Das heißt, das Wasser fließt eh in die Richtung ab. Hoffe ich mal. So. Straßenschäden. Weil so ein Wassernaherholungsgebiet kann ja auch schön sein, aber... Eine schöne Stadt. So. Aber das wäre schon ein bisschen was sie vergessen hätten, wenn man einmal Wasser irgendwo hat, dass das nicht mehr verschwindet, weil das sollte ja schon passieren, dass Wasser irgendwann auch wieder ein bisschen weniger wird. Weil wir können ja hier dann auch das so als Naherholungsgebiet, so ein Sumpf, so ein Flussgebiet, das muss, ich rede mir das jetzt ein bisschen schön, muss ja auch sein, das kann ja auch ganz nett sein. Das machen wir wahrscheinlich wieder rückgängig. Ich hätte gehofft, dass hier irgendwie das Wasser abfließt in die Richtung. Na, tut so ein bisschen. Wäre fast ein bisschen zu viel fast. Ich freue mich jetzt ja fast darüber, weil es irgendwie... Also bei der Lindenstraße tut sich ja mal gar nichts. Warum kommt denn hier noch wieder neues Wasser nach? Ah! Ich will mich doch um meine Busse kümmern. Warum ist denn hier schon wieder Wasser? Wo kommt denn das her, meine Damen und Herren? Ich habe mir ein kleines Problem geschaffen mit meinem Wasserkraftwerk. Das ist halt das Grundwasser. Vielleicht steigt dann einfach das... Reicht halt nicht aus, weil es irgendwie da durchsifft. Haben wir dann... Jetzt haben wir hier ein Grundwasserreservoir plötzlich, oder was? Ist doch scheiße. Was war denn das? Und das war auch schon vorher. Ist doch blöd. Aber man muss doch Wasser irgendwie wieder wegbekommen. Das kann ja nicht sein. Ich hätte natürlich einfach einen Spielstand laden können, aber ehrlich gesagt... Ja hier, die bauen da fleißig, alles wird abgerissen. Eigentlich... Wenn ich das hier abschüssig mache in die Richtung. Mal gucken, ist das Problem nicht mit den Höhenlinien? Ist da ein bisschen tiefer gelegen? Ja, das Wasser fließt da eher rein. Was ist hier? Ist auf der Höhe. Also hier fließt es schon ein bisschen von da darunter, habe ich das Gefühl. Nur die Frage, wie gut die Wasserphysik ist. Der Baum da unten. Und hier, wisst ihr was? Ich gebe sogar auf. Ja, das war nichts. Ich mache mal eine Stadt. Ich gebe auf. Ich lade den anderen Spielstand nochmal, wo ich das nicht habe. Und dann baue ich das anders. Ansonsten halt hier hinten. Ja, und dann kann ich damit leben. Da sehen wir auch ein bisschen, die kommt das ja von oben, die Höhenlinien. Okay, ich habe es verkackt. Ich bin besiegt. Ich mache das rückgängig. Und dann kümmern wir uns um was anderes. Ich bin gleich wieder da. Da sind wir zurück, kurz vor dem Unglück. Ja,
Wir werden Geld verlieren. Jetzt ordentlich. Ich weiß nicht, wie viel man zurückbekommt. Rückerstattung 1,3. Ich glaube, ich habe 1,8 bezahlt oder so. Uff. Man sieht auch, wie das Wasser hier gerade sich so schön aufgetürmt hat. Lassen wir es mal laufen. Puh. Okay, meine Stadt ist nicht hinüber. Ja, dann müssen wir es anders machen. Also wir können... Das ist natürlich schon eine schöne Insel. Wenn wir das... Na, wir haben hier schon Höhenunterschiede. Mit dem Wasserkraftwerk bin ich immer noch ein bisschen... Also ich will das immer noch. Ich will's. Die Frage ist, wo? So, wir kaufen uns jetzt hier mal. Die Insel finde ich eigentlich auch ganz schön. Vielleicht vor der Insel. Und dann gucken wir einfach, wie sich das da verteilt. Und dann nutzen wir das einfach entsprechend. Ja, so machen wir das, Leute. So, sieht auch ein bisschen schick aus hier. Und nicht direkt davor. Hier an der Stelle machen wir das. Kaufen wir sogar noch das Teil. Wir haben ja Geld. So. Da hinten brennt es. Da könnten wir es sogar überschwemmen. Ist ja ganz gut. So, dann baue ich jetzt hier ein hydroelektrisches Kraftwerk. Unterschied zu gering. Jetzt ist das wieder ein bisschen. Nicht nah genug an der Küste. Da. 222 Megawatt, 250 Megawatt. Machen wir es mal nicht zu wild. Ich finde 245 ist eine schöne Zahl. Okay. Manchmal 5. Gucken wir uns gleich an. So, wir müssen jetzt mehrere Sachen. Wir müssen eine Straße anschließen, idealerweise. Bisschen weit weg. To all citizens. Oh, das ist eine gute Idee. Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Waren Sie wieder von den Waldbränden? So. Ich mache einfach so eine Zufahrtsstraße hier, so eine günstige. Dann gucken wir einfach mal, wie sich das da hinten entwickelt. Die Sonne ist halt nicht so sehr staunen. Ich sag denen das noch eigentlich. Aber wir probieren das jetzt aus. Wir lernen mal was. Im Wasser. Ja, dann geh außen rum, Rudi. Kannst du ja nicht unten durchbauen? Hier ziehen wir eine Überlandleitung. Wie teuer ist die wohl? Darüber einmal. Kann ich es einfach hier anschließen? Wäre ja, dann trotzdem zu mir. Das muss eigentlich ja gehen einfach. Einfach hier rüber. So. Lassen wir mal laufen. Das sieht auch fies aus da hinten. Ich will das gar nicht angezeigt bekommen. Habe ich nichts mit zu tun. Also damit habe ich nichts zu tun. Man kann mir auch nicht alles anhängen, finde ich. Die Leute sind sehr zufrieden. Kriminalität haben wir voll im Griff. So, jetzt will ich mal das aber schauen, dass das hier funktioniert. Stromproduktion. So. Strom wird produziert. Wir exportieren. Kriegen wir hier schon Geld für? Warten wir mal ab, dass sich das da einpendelt. Aber prinzipiell wird Strom produziert. Okay. Und dann sieht man schon, wie das hier ansteigt. Und wie sehr, werden wir dann sehen. Hier, es hat ja schon hier so ein bisschen erhöhte Ufer. So, da hinten halt etwas unpraktisch.
Das Ufer war hier so ein bisschen arg flach. Das hat halt gereicht, wenn das dann 2 Meter ansteigt. Das hat, dann liegt das hier auch. Vor allem ist das hier, hat es eine Erhöhung, dann geht es hier in eine Senke. Das war ungünstig. Jetzt kümmere ich mich um den öffentlichen Personennahverkehr. So, idealerweise, Leute, sieht man das eigentlich? Kann man ein bisschen gucken, wie ihre Transportwege sind oder wie die Leute, das wäre mal ganz interessant, so, dass man weiß, durch aus diesem Viertel fahren viele hier zur Arbeit, ins Büro oder ins Industrieviertel, dass man sowas sieht. Dass man so Wege sieht, so ein bisschen als, man sieht natürlich bei den Straßen, wie stark die frequentiert sind zum Teil. Also, nicht wenn ich das so mache, aber wenn ich das so mache, mal gucken, was wir haben. Informationsstraßen, Park. Anlagenverfügbarkeit. Okay, da sehe ich noch sowas wie also Parkplätze. Guck mal ganz kurz. Verkehr. Ach, ist das nur Park? Geht das hier nur um Parkplätze? Habe ich das Falsche vorhin geguckt, als ich das verbunden habe? Hier sehe ich den Verkehrsfluss. Ah, okay. Verkehrsaufkommen. Da ist hohes Verkehrsaufkommen, aber der Fluss ist trotzdem noch okay. Ja, hier sieht man manchmal. Okay, dann. Gut, und so eine Einbahnstraße ist aber auch okay. Da habe ich vorhin falsch geschaut. Ah, gut zu wissen. Wir das vielleicht ein bisschen machen. Das ist das Verkehrsfluss. Da geht es um die Parkplätze. Und dann parken die, dann haben nicht genug Parkplätze, die Leute hier. Die haben doch eigentlich eigene Parkplätze zum Teil. Da muss ich mal Parkplätze anlegen. Fixen wir das mal ganz schnell. Wo kann ich denn Parkplätze bauen? Parkplätze habe ich noch nicht freigeschaltet. Kann ich überhaupt nichts dafür. Ist nicht meine Schuld. Es wurde noch nicht, der Parkplatz wurde noch nicht erfunden. Okay, das wissen wir. Das kann ich glaube ich nicht sehen, wie die Leute so praktisch wie Pfeile oder so. Das finde ich ganz geil. Nochmal wohnen, kann man sich eine Menge angucken. Das mache ich demnächst mal. Gehe ich ein bisschen Zeit. Transport haben wir noch gar nicht. Außer Taxis. Taxis gibt es halt. Ne, Taxis fahren hier, nutzen die Leute. Okay, das gibt es automatisch. Aber noch keine Busse. Und wir fangen jetzt mal noch mit Bussen an. Ja, kein Wunder, dass die hier überschwemmt waren. Die sind ja auch hier, das ist irgendwie auch ungünstig angelegt. So, Busse. Was haben wir für Busse? Wir haben ein Busdepot. Und dann haben wir verschiedene Spuren, eventuell nur für Busse. Und dann haben wir ein Taxidepot. Ja, Taxis fahren ja auch so rum. Ich will Busse. Und habe ich ja gar keine Busstationen? Busstation. Brauche ich erst ein Busdepot. Ja, ergibt einigermaßen Sinn. Okay, ein Busdepot braucht ja nicht. Das kann auch hier sein. Ach guck, da habe ich die Straßen, die ich da vorhin angelegt habe. Wo packe ich das Busdepot hin? Und hier sollen ja eigentlich nicht so. Das ist ein bisschen arg schon überlastet, fast schon. Kommt das Busdepot hier hin? Hier wird eh nichts gebaut irgendwie. Warum eigentlich da nicht? Ist das zu steil? Da baut das mal da vorne hin. Das wird nicht dahin gebaut. Das Gefühl, es ist zu steil. Gut, die Häuser werden eh alle abgerissen. Das sind zu viele. Ich will jetzt nicht zu viele Häuser abreißen. Vielleicht dann eher ein paar. Hier an der Ecke. Da wird die Ecke gleich mit abgerissen. Das gefällt mir nicht. Dann bauen wir es hier hin. Ohne dass das. Okay. So. Hier haben wir jetzt ein Busdepot. 16 Angestellte, 25 Fahrzeuge. Okay. Okay, deswegen kann das. Wir haben einen ganz schönen Höhenunterschied, die man in dieser Planung, im Planungstool nicht so richtig sehen kann, oft. Okay, dann haben wir das jetzt gebaut und dann können wir uns Busstationen bauen und Bushaltestellenschild. Eine Endstation für Busse. Und wir machen erstmal Haltestellenhäuschen. So, manchmal, vielleicht hier gerade, wo dann eh nichts ist, ne, machen wir so ein Häuschen. In welchem Abstand baut man die denn so? Ich habe keine Ahnung. Die wollen hier, denke ich mal, führt halt ein bisschen gleichmäßig über die Stadt, würde ich denken. Aber die muss ich auch irgendwo hinbauen, um das ja Gebäude abreißen. Das ist ein bisschen albern. Straße benötigt.
Warum braucht das dann immer das bisschen? Da muss doch nicht eine ganze Fabrik für weichen. Da kann ich doch hier vorne. Die können auch koexistieren. Ich kann ja auch eine Straße aufstellen. Okay, das funktioniert auch. Okay, wir haben jetzt hier das Busdepot. Verteilen wir das mal ein bisschen, ne? Was ist denn die Kosten jeweils? Komfort 10. Ich finde, die haben ein Bushaltehäuschen verdient mit Überdachung. Es kostet mehr, aber ja. So, vielleicht an jedem Block so. Hier. Auf der Straße so erstmal. Guck, die können das nicht. Dann kommt es ja auch nicht schon. Müsst ihr ein bisschen hinlaufen. Dafür wohnt ihr da ganz schön. So, hier haben. Können die Leute bis zum Strand fahren. So, können die auch zum Friedhof fahren. Ist ja auch wichtig. Müssen nicht immer mit dem Auto kommen. Zum Sozialamt. Man sieht auch mal ein bisschen den Umkreis, wo die Leute ein bisschen happy werden. Also hier hinten baue ich dann eh nochmal die Querverbindung. Ich muss jetzt aber noch keine Routen unbedingt machen, oder? Oder muss ich das machen? Ich glaube, ich muss es machen. Ich wollte, dass sie schon alleine fahren. Das ist ein bisschen, das habe ich jetzt auch nicht wirklich nachgedacht, ne? Aufwertungen, E-Busse. Ui. Das gucken wir uns dann noch an. Ja, aktive Fahrzeuge 0, weil... Okay, dann machen wir jetzt mal... Also hier ist eine Linie. Fährt von hier nach hier. Okay, warum fährt die da außen rum? Weil er auf einer Seite ist. Ach, auf der falschen Seite ist... Ja, okay, fuck, ich bin hier nur ein bisschen fröhlich platziert. Das funktioniert natürlich so nicht. Die sind auch auf der gleichen Seite sogar. Wieso kann ich nicht von hier nochmal zurück? So. Ich pausiere das mal, damit kein Quatsch passiert. Okay, das fährt jetzt hier so hin. Ich habe überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur gedacht, ich... Gentle arts. Though I do thank you for the honor. But I digest to continue. Dann kann ich die Leute einsammeln. As a traveler from my homeland, I long to hear it too. Ich mache erstmal eine große Linie jetzt. Ich habe die ganzen Bushaltestellen gebaut wie so ein Depp. Die überhaupt nicht funktionieren. Kann ich eigentlich, das probieren wir gleich mal aus, ob ich noch zwischendurch. So. Funktioniert das jetzt so? Ist das eine Linie, die existiert oder habe ich die nicht? Brauche ich einen Kreisverkehr? Das hätte ich nicht beendet. Lernen wir wieder was. Also nochmal, dahin. 9 Wegpunkt. Wenn ich jetzt aber wechsle, ist das gleich hier weg. Dann merkt sie das nicht, okay. Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely about okay, dann fährt er hier lang zum... Dann kann ich ihn verlegen, die Bushaltestelle, dass die nicht neu bauen muss? Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect. So, da haben wir eine Bushaltestelle. Thank you, Professor. It is a question of priorities. Ich verbinde mal eben, dass ich hier eine Straße habe, hinten die, das Industrieviertel. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman?
Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. So. Quality of life is very important to them. But so is their money. Jetzt habe ich diese blöden Bushäuschen überall hingeklatscht wie so ein Depp. Okay, also ich will jetzt hier so 1, 2, 3, 4, 5, dann fährt er hier lang, 6, 7, ist auf der falschen Seite. Bewegen wir die mal, kann ich das machen, ohne rauszugehen? Nein. Ist egal, wohin ich die bewege, okay, immerhin. So, dann fährt es da lang. Dann würde ich sagen, fährt das hier lang zurück. Und die kosten auch keinen Unterhalt, von daher ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein paar unbenutzte habe. Also ich fahre jetzt hier lang, 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 hier lang. Eine Buslinie mal. Hier. Hier rein. Hier rein. Hier lang, hier lang. Okay. Das heißt, wir müssen. Das ist aber blöd. Ich kann nicht in dieser Ansicht bleiben. Ne? Das ist sozusagen in so einer Bauansicht, dass ich jetzt alle sehe. Ich muss da mal rein und rausgehen und dann verliere ich immer die Ansicht wieder. Das ist ein bisschen. Es sei denn, es gibt irgendeine Übersicht. Mal ganz kurz hier in der. Hier gibt es doch bestimmt was. Ja, sowas, genau. Okay. Perfekt, das will ich. Geht doch alles, es gibt doch alles, man muss es nur lernen. So. Okay, behält die Sicht nicht leider. Aber einigermaßen. Na, also ganz perfekt ist es nicht. So, dann. Straßenseite. Das muss auch auf die andere Straßenseite. Weil wenn der Bus von da kommt, dann haben wir noch ein paar unbenutzte, aber so ist das halt mit den Steuergeldern. Ist ja nicht mein Geld. So, jetzt machen wir eine geile Buslinie oder so. So, wir fangen mal hier an. Fahren dann hier hin. Das funktioniert. Fahren hier hin. Das funktioniert nicht. Fahren hier hin. Das funktioniert. Haben wir noch unnötig. Fahren dahin, das funktioniert. Fahren dahin, das funktioniert. Da lang. Da lang. Da lang. Zack. So, muss ich das jetzt noch verbinden mit dem Busdepot oder passiert das wenigstens automatisch mit der Buslinie? Was kann. Ein Busdepot muss ja nicht angebunden sein. Da fahren die Leute und steigen ja nicht ein und aus, sondern die Busse fahren da. Aktive Fahrzeuge, guck, auf Kurs. Ah, geht schon los. Aber er macht pro Buslinie nicht nur einen Bus, oder? Er erkennt doch selber hoffentlich, wie groß die Buslinie ist und wie viel dann da benötigt wird. Oh nein, es fängt an mit Stau in unserer Stadt. Da kommt ein Kreisverkehr hin. Oh komm, da kommt gleich eine ganze Busflotte raus. Okay, never mind. Alles gut. Da haben wir auch die Linie, sehen wir gleich. Ah, wir haben eine Linie. Okay, das können wir ein bisschen. Wir lassen jetzt mal diese erste Linie fahren und schauen uns dann, wie das funktioniert. Hier kommt es gleich zu Problemen. Das heißt, wir brauchen mal hier einen Kreisverkehr. Kreisverkehr rettet halt alles. Das ist einfach. Oh, dann geht aber auch gleich 20 Sachen kaputt. Da hilft nichts. Überlappende Objekte, dann. Mir doch wurscht. Dann reißt die Scheiße ab. Aber das geht nicht, das ist rot. Das ist zu. Okay, wir müssen hier kurz. Das ist auch manchmal komisch. Ich will nicht die ganze Stadt, nicht die ganze Straße abreißen. Ich will nur einen kleinen Teil abreißen. Oder ist das Bushäuschen da? Kann ich das ein bisschen verschieben? Merkt er sich dann die Buslinie?
Linie 0. Linie 0 ist aber auch ein blöder Name, mache ich das nicht mit Linie 1 an? So, kann ich jetzt das bauen? Ja. Das war nur die Bushaltestelle, die er gestört hat. Okay. Gucken, ob sie jetzt gleich... Oh, der Bus. Der hat gleich ein Problem da. Oh nein. Hoffentlich fängt er sich wieder. Ja, das war jetzt ein bisschen... Ich muss da mal einreihen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Da kommt gleich die Polizei und guckt, ob hier alles in Ordnung ist. Es ist noch ein bisschen Rückstau. Das Problem war aber auf jeden Fall die Kreuzung da hinten. Eventuell müsste ich hier auch nochmal dann Kreisverkehr, aber das... Ja, das ist auch noch ein bisschen problematisch. Das müssen wir jetzt mal beobachten. Dass sich das ein bisschen fängt. Wenn sich das einmal aufgelöst hat, auch mit dem Rückstau, dann geht das schon auch. Kann ich eigentlich... Ah, okay, Buslinien ausschalten, sehr gut. Das ist nämlich eine andere Situation mit den Bussen, die direkt hintereinander kommen in Bangkok. Muss ich euch ineinander mal erzählen. Jetzt höre ich zu viele komische Geschichten. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Das ist aber auch so eine wilde Geschichte, wo mehrere Busse hintereinander... Okay, die Buslinie muss ich mal ein bisschen einpendeln. Mal gucken, wie das dann läuft. Wir haben Bedarf. Alle Leute wollen in die Stadt. Die Stadt ist auch toll. Wir sind auch ein Level aufgestiegen. Wir können mal ganz kurz da hinten gucken, was unser... Ja, aber gut, wir haben ein gutes Fundament. Die Überlandleitungen. Wenn das jetzt so bleibt, haben wir hier so ein kleines Feuchtgebiet. Da können dann Molche leben. Wir denken auch bis in die Umwelt. Also wenn das jetzt dabei bleibt, ist es okay. Das wäre echt auch okay gewesen da hinten, wenn das nicht da so eine Senke gewesen wäre direkt. Da hat mir die Natur einen Streich gespielt. So, wir schauen noch mal kurz, was hier an neuen Meilensteinen freigeschalten. Kleine Städtchen. So, wir pausieren mal, damit wir es uns so angucken können. Wir haben schon wieder Geld bekommen, was aber auch schon gleich wieder weggegangen ist, weil wir ein kleines Problem hatten. Gemischte Wohngebäude. Oh, das mag ich. Endlich können wir das bauen. Das finde ich schön. Im nordamerikanischen und im europäischen Stil. Können wir uns da mal anschauen, wie die jeweils aussehen. Wir können Gemüse anbauen. Das ist alles Kommunikation. Neuer Entwicklungsbaum auch. Briefkasten, Postamt, Funk. Resozialisierungsprogramme. Freigeschaltet. Straßenrand, Parkgebühr. Oh ja, das machen wir. Recycling. Ich habe das freigeschaltet. Ich kann ja auch eine Recyclingstation bauen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich komme auch nicht hinterher mit dem, was ich machen möchte. Und wir haben 7 Entwicklungspunkte. Das, wir müssen mal ganz kurz gucken. Kommunikation können wir jetzt bauen. Okay, krass. Noch mehr Sachen. Spezialgebäude können wir bauen. Ich will gerade gucken, wo ich... Kartenfelder, nein. Wo kann ich denn diese Sachen zuweisen? Und Sachen bestimmen. Ist das hier in der Stadtstatistik? Nein. Ist das Transportübersicht? Nein. Untergrund ist es auch nicht. Ist ein Budget? Dienstleistungen? Monatsbilanz? Ist das hier immer ein bisschen steuern? Ich komme gerade nicht hinterher. Dann können wir wenigstens ein bisschen Geld bezahlen, bis ich wieder hinterherkomme. Machen wir nicht, übertreiben wir mal nicht, sind wir nicht so gemein. So. Ich baue gleich wieder was. Ich muss mich gerade um was kümmern. Ich will diese Stadtgeschichten machen. Die Verordnungen. Habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Ist das hier vielleicht irgendwo bei Verwaltung? Das ist alles nur Bauen tatsächlich hier unten. Stadtname kann ich ändern. Bevölkerung kann ich anschauen. Budget. Zufriedenheit. Das ist auch nicht. Hier sind ein paar Info über das Wetter und den Tag. Dann muss das hier irgendwo sein. Verwaltung. Hier ist immer nur die Informationsansichten. Wisst ihr was? Ich finde das für euch raus. Und dann mache ich in der nächsten Folge, gucke ich mir ein bisschen die Verordnungen an. Da haben wir auch ein paar neue Sachen bekommen. Muss ich auch, weiß ich, die Gebühren für die
Parkplatzränder machen kann. Und auch Flächen bestimmen. Also das finde ich raus. Dann will ich in der nächsten Folge, was will ich denn noch machen? Wir haben eine Menge Sachen freigeschaltet. Recycling-Geschichten, uns weiter ausbreiten. Wir können neue Felder kaufen. Ich will das hier ein bisschen erschließen, diese Inselgebiete. Die können wir mal richtig schön machen. Das wird ein richtig schönes Gebiet. Auch ein Hafen mit einer Anbindung ans Wasser, mit Fracht. Es gibt irgendwo auch eine Bahnlinie. Hier, das ist also die Bahnlinie. Die sogar schon in meinem Stadtgebiet hier ist. Also ich kann auch die Züge anschließen. Das kann man auch machen. Den öffentlichen Nahverkehr können wir noch ein bisschen ausbauen und gucken erstmal, wie der funktioniert, den wir schon haben. Also es gibt eine Menge zu tun. Ich muss das nochmal durchgehen, ist ja nichts übersehen. Aber als Wichtigstes sind wirklich diese Verordnungen, die will ich checken und dann einige der neuen Gebäude bauen, das ausweiten, Wasserwege und. Und hoffentlich brennt die Welt bis dahin nicht ab oder so. Keine Ahnung, was hier los ist. Also vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.